Dankeschön. So, ich sitze hier gerade mit Lux von Betrayers of Babylon. Hi. Hi. Du bist Veranstalter oder ihr seid Veranstalter von dem Konzert heute? Genau, also ich habe das mehr oder weniger, was die Bandsachen angeht, alleine organisiert. Für viele organisatorische Dinge habe ich da auch mit dem Leiter des Asylheims zusammengearbeitet. Wie kommst du genau darauf, mit diesem Asylheim zusammenzuarbeiten, und wie kamst du generell auf die Idee, dieses Benefizkonzert so zu veranstalten? Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich unbedingt da mich einbringen möchte und mit anpacken möchte bei dem Thema. Und dann ja, ist mir das irgendwie in den Sinn gekommen, erstmal beim Neusser Flüchtlingsheim anzufragen, weil wenn man damit jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat, dachte ich, macht man das erstmal auf regionaler Ebene irgendwas, erstmal einen Überblick verschaffen und so. Und ja, dann habe ich erstmal mich erkundigt, wie da die Kontaktdaten sind, wen ich da ansprechen kann, und bin dann auf den Jörg, auf den Leiter des Asylheims in Neuss gestoßen. Genau, und dann, wie es zu dem Konzert kam, ich habe erstmal generell gefragt, wie kann ich mit anpacken, wie können wir euch unterstützen, und ja, ich habe dann angeboten, vielleicht Musikkurse zu machen, erstmal einen Kontakt herzustellen und so. Da das in Neuss aber so ist, dass die Flüchtlinge immer auf andere Asylheime verteilt werden aus Neuss, also die bleiben da nur eine kurze Zeit und dann geht's für die weiter, ist das halt kompliziert, da mit denen Kurse zu machen oder irgendwie mit denen über eine längere Zeit in Kontakt zu treten. Also das ist auch nicht wirklich effizient, sowas. Ja. Deshalb haben wir uns dann darauf geeinigt, also da gab es dann viel Austausch, wie können wir und das Asylheim unterstützen und so. Und dann kamen wir darauf, dass wir ein Benefizkonzert machen und ja, irgendwie dem Asylheim selber weiterhelfen. Ja. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass, ja, dann, mir war erstmal auch gar nicht bewusst, was überhaupt so vonnöten ist. Mhm. Und er meinte dann, ja, auf jeden Fall, so ein Kickertisch wäre super. Ja, das klingt ja sehr cool. Wie viel Geld braucht ihr für den Tisch? Für den Tisch brauchen wir um die 700 Euro. Ja. Und ich denke, die haben wir jetzt so gut wie zusammen. Ja, das also, oder ist gut. Auf jeden, ich denke, wir müssen gleich mal gucken, vielleicht kommen noch ein paar Leute. Aber ich denke, den Tisch kriegen wir auf jeden Fall locker zusammen. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gehen für den Tisch die Eintrittskarten, also die Eintrittsgelder werden gespendet für den genau. Tisch. Genau. Und die Getränke, damit finanziert sich hier das Jugendhaus selber, oder? Genau. Ja. Also damit haben wir nichts zu tun mit den Getränken. Aber was bei uns überbleibt an neben den Kosten, die man halt für so ein Konzert hat, das geht alles in den Kickertisch. Ja, das ist sehr cool. Ja. Und die Bands spielen natürlich auch for free? Oder musstet ihr ja, auch eine Ja, die Sache ist, man kann nicht wirklich eine Band for free anstellen, weil man immer Spritgeld hat. Es gehen Sachen kaputt, wenn man durch die... durch das Land reist, ja. Und deswegen, so eine Kostenerstattung haben wir gesagt, das muss drin sein. Aber dann, ja, das ist, wenn man es jetzt überlegt, das sind 12 Leute auf der Bühne bei Mighty Mammut Movement oder bei Mondo Mashup Sound System. Und ja, das ist nicht wirklich, als würden die davon jetzt groß profitieren. Das ist einfach nur die Kosten also abdecken. Das ist quasi die Anreise und Spritkosten. Genau. Und, ja, einfach ein bisschen Aufwandsentschädigung. Ja. Ja, sehr cool. Ja, dann hoffe ich, dass ihr das jetzt komplett durch habt, dass ihr den Kickertisch kaufen könnt. Ja, ich und, auch. Ja, dann hoffe ich, dass es noch mehr solcher Konzerte geben wird. Ich denke auch. Es scheint gut anzukommen und es freut mich sehr, dass ich somit helfen kann und dass ich die Möglichkeit habe, die Flüchtlinge zu unterstützen. Sehr schön. Weißt du ungefähr, wie viele heute da waren? Also bisher sollen es wohl um die 130 Gäste sein. Ich denke... Es bleibt ungefähr dabei, so 150 Leute könnten es werden irgendwie, aber es ist auf jeden Fall eine volle Bude und es ist sehr gute Stimmung, von daher bin ich sehr zufrieden damit. Sehr schön, dann danke ich dir kurz für die Zeit und dann sehen wir uns gleich auf der Bühne. Ja, jo, ciao. Ciao.